Ich will jetzt einmal ganz kurz zur Halle der Götter zurückkehren, damit ich wieder Tränke brauen kann. Damit ich nicht einzelne Äpfelchen essen muss. Das ist ein bisschen nervig. Weil die Tränke nimmt sie sofort, da ist sie auf einen Schlag geheilt. Wo ist denn der? Da, glaube ich. Da gleich Maximum herstellen. Maximum herstellen. Maximum herstellen. Maximum herstellen. Das ist auch so praktisch. Kann ich einen Trank verbessern? Habe ich irgendwas genug? Nein. 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 Ich glaube, das hätte man angezeigt, wenn man nicht genug hätte. Und man kann jede Zwischensequenz überspringen. Das ist voll cool. Sogar die, das Tränke brauen und so. Und das ist, glaube ich, das mit den Münzen. Ja. Pass auf, kann ich irgendwas Schwert hochschleudern? Alles, was leuchtet, kann ich erwerben. Boah. Bringt mir irgendwas was momentan. Axtausweichangriff. Schwertausweichangriff. Schwertsprintangriff. Das klingt schon mal sehr gut. Also den habe ich im Hinterkopf. Luft ausweichen. Ja gut, das ist natürlich super. In der Luft ausweichen ist immer gut. Machthiebabschluss. Aha, ganz oft R. Schwert hochschleudern. R1 halten. Klingt auch cool. Die Axt mag ich nicht gern. Boah, Kopfschüsse fügen 100% zusätzlichen Schaden zu. Ah! In der Luft mit dem Bogen schießen. Das hört sich auch verdammt cool an. Nehmen wir das mit. Und nehmen einen Sprintangriff mit. So. Gut. Ein Blitz war da jetzt nicht im Gewölbe. Die Blitze, die verbessern die allgemeine. Ah, das kann ich abholen, sehr gut. Und das immer schön verfolgen. Gut. Eine neue Waffe habe ich gekriegt. So, jetzt. Ah, kann ich gleich noch in die Münzen investieren, ha? Vier Münzen sind bei weitem nicht genug. Und das sind die göttlichen Kräfte, das sind ganz besonders starke Kräfte. Das ist cool. Habe ich den Hammer eigentlich schon Maximum? Na, der geht noch einmal besser. Geil. Ich glaube, den hole ich mir als nächster, weil den benutze ich wirklich extrem oft gegen große Gegner. Aber jetzt wird es einmal Zeit, dass da beim Quest. Jetzt traue ich mir das schon zu, dass ich die legendären Bestien besiege. Das ist so ein nerviges Quest mit den Blöden. Achso, das ist ein Hermes sein Symbol. Okay. Jetzt check ich es erst. Das sind einzelne Quests, aber jeder Gott hat eigene. Mhm. Ja, passt. Dann holen wir uns die göttliche Bestie. Und Aphrodite Quest. Der ist 835 Meter weg. Das ist kürzer. Ja, legendäre Bestie. Gut. Hey, pass auf. Habe ich da hin eine Schnellreise irgendwo am Weg? Da ist ein unerforschtes Gewölbe. Unerforschtes Gewölbe. Ja, da kann ich mit Schnellreise hin. Zu dem Gewölbe, was ich gerade abgeschlossen habe. Cool.
sind es nur mehr 448 Meter. Es ist definitiv kürzer. Ich habe schon befürchtet, dass mir der Berg jetzt im Weg steht, aber nein, tut er nicht. Und das sind die lieben Gegner, die muss ich nicht besiegen. Ich meine, ich muss gar keine Gegner besiegen, aber... Das sind eben keine besessenen oder verfluchten Gegner. Keine Ahnung, wie das heißt bei dem Spiel. Ui, da haben wir einen Luftstrom. Den nutze ich aus. Mein Gott, die Steuerung im Luftstrom drinnen. Ich druck ja gar nichts. Ich habe keine Tasten gedruckt. Ja, okay. Jetzt aber, ha? Das muss ich noch ausgehen mit der Ausdauer, komm. Okay, da muss ich was trinken. Wäre sie nicht ausgegangen. Weh. Das ist ein bisschen ein stärkerer Abschnitt. Da sind die Gegner heftiger. Das ist mir schon einmal passiert, dass ich da in das Gebiet gekommen bin und dann die Gegner voll stark waren. Tore des Tartaros. Muss ich ein bisschen aufpassen da drüben. Da bin ich schon mal richtig hergenommen worden. Mhm. Haben wir eine andere Form, die Gegner. Das ist relativ praktisch. Man erkennt die Stärke der Gegner an deren Farbe. Das haben sie echt gut gemacht. Es sind zwar alles die gleichen Gegner, also es gibt, was die Gegnervariation angeht, nicht so extrem viele verschiedene. Aber sie haben wenigstens so weit variiert, dass die Form sich ändern. Und gegen den kämpfe ich sicher nicht. Und die legendäre Bestie wird halt auch nicht unbedingt schwach sein. Ah, das ist eben im Tal des ewigen Frühlings anscheinend passt. Da hätte ich abkürzen können besser. Na, warte mal, wo ist der? Oh. Da unten irgendwo. Oh! Kalista? Legendäre Bärin, das ist die Bestie. Das kann nicht gut sein. Aber warte mal. Wenn ich von da aus einfach Pfeile schieße? Ist das gemein? Ah, fuck. Aha, die Begegnung wird gleich zurückgesetzt. Das heißt, ich bin zu weit weg. Sie war eine so lebhafte Frau. Schlimm, dass Hera sie in eine Bärin verwandelt hat. Ja, fast so schlimm wie du, als du Callisto zu einer Romanze verführt hast, indem du dich als Artemis ausgabst. Okay, ich würde jetzt einmal kurz ein bisschen was nehmen. Das war jetzt fies, jetzt ist sie ausgeglichen. Das haben sie schon geschickt gemacht, dass man ja nicht aus der Entfernung den besiegen kann. Indem sie da den Begegnungsbereich haben. Dann musst du auf Konfrontation gehen. Wow. Warum nur, wenn sie selber im Begegnungsbereich verlässt? Ob der um ihre herum ist oder ob das der Bereich auf der Map ist? Hey, was war denn das jetzt da? Biest. Na! Wow! Meine Güte, weich doch aus. Ups. Wow.
Hey, komm! Ja, genau. Der Gegner wird gleich zurückgesetzt. Das wäre es jetzt, ha? Wenn jetzt der ganze Kampf umsonst gewesen wäre. Ohne Heil-Items hat irgendeine Möglichkeit, sich die Viecher besiegen. Wow! Er hat gesessen, Bursche. Bleibst du bitte da? Wow! Aber jetzt da, komm! Boom! Juhu! Jawohl! Es wäre echt leicht sonst, ja. Wieder ein neuer Vogel. Was war der Gefährte? Es wäre aber trotzdem witzig, wenn man einfach aus der Entfernung das erledigen könnte. Aber so blöd sind sie nicht beim Programmieren. Hätte mich auch gewundert. Blitz aus blauem Himmel, genau. Das war jetzt fast näher, das. Ich werde mich da jetzt zu dem begeben. Ich muss nämlich den Bereich auf der Map nicht freischalten, damit ich betreten kann, logischerweise. Und das ist irgendwie viel näher. Das Quest mit dem Vogel. 284 Meter ist ja der Scheiß, dass das so hoch oben ist. Ich hätte jetzt gerne noch die letzte legendäre Bestie gehabt, aber das läuft mir nicht davon. Aber ich hab nur einen Heiltrank braucht jetzt da. Kann ich da? Die Flober schütteln, ja. Ja, kannst du aufhören, danke. Oh Mann, es ist hoch. Also ich kann zum Glück auch springen, aber wenn es mehr Ausdauer braucht, so. Und manchmal sind so Kristalle in die Büsche drin und das ist auch ganz praktisch. Die kann ich wiederum eintauschen, um die Tränke zu verbessern. Ist wieder verdruckt. Aha, grüß euch. Was hab ich denn da aufgestöbert für eine Estel, ha? Oh! Was habt ihr denn da bewacht? Nix. Ist sie noch, dann haben wir's. Tore des Tartarus, ja. Das dürfte, die Tore des Tartarus, da dürfte, glaube ich, der Endkampf stattfinden, so wie das optisch ausschaut. Vom Gefühl her, aber weiß ich nicht. Der Tartarus ist ja der Eingang in die Unterwelt, oder? Ah, da ist eine Kiste unten. Aber die ist schwer bewacht. Wo ist denn das Quest, bitte? Das muss ja da was sein. Was habe ich denn da jetzt da? Ah! Kehre zum abgestürzten Vogel zurück. Ja! Das ist nicht weit, das ist gleich da drüben. In der Eckstümpfe sind manchmal Bernsteine drinnen. Der ja wiederum verwenden kann, um die Tränke zu verbessern. Und die Steuerung ist oft schon sehr präzise, ja, das muss man auch sagen. Also, das ist echt nice gemacht, aber das mit dem Fliegen und Landen und so weiter. Man kann sich nicht beschweren. Also, das Gute ist, man gibt sie meistens selbst die Schuld, wenn man was verhaut. So soll es ja eigentlich sein im Endeffekt beim Spiel. Man soll nicht in
will selbst beim Programmierer die Schuld geben, sondern man soll selbst wissen, dass man schuld ist, wenn man Scheiße baut. Also das ist das, man erfährt ja das erst vom Phosphor, vom Vogel, den ich eigentlich schon mehr oder weniger die ganze Zeit mit habe. Also die Skins habe ich ja die ganze Zeit gekriegt dafür, aber jetzt kriege ich glaube ich erst wirklich fix. Vor allem nur die Skins gehabt. Hey mein Kleiner, ich habe den... Kern. Tut mir leid, echt. Komm, ich besorge uns Hähnchenkeulen. Gehen auf mich. Oh, das macht es einfacher. Die Hähnchenkeulen sind ja schon hier. Wuhu, du lebst. Hallo, stolzes Kerlchen. Ziemlich hochnäsige Vogelart, die Typhon da versenkt hat, was? Angenehm, Eure Exzellenz. Ich werde ihn Phosphor nennen. Nach Phosphoros, dem Morgenstern. Phosphi sagt, er ist noch schwach und muss erst zu seiner alten Stärke finden. Er bietet dir Hilfe auf deiner Reise an, als Dank dafür, dass du sein Leben gerettet hast. Und er liebt den neuen Spitznamen. Stimmt's? Den liebst du doch, oder, kleines Phosphi? Ich wusste, das war die richtige Entscheidung. Dem bösen, untoten Vogel helfen? Genial! Ich nehme alles zurück. Du hattest den richtigen Riecher. Dieser prächtige Vogel bietet an, uns etwas zu zeigen. Daedalus' geheime Schatzkammer. Im Ernst? Der geniale Erfinder, der diese Insel erbaut hat? Genau der. Phosphi sagt, da lege einen Haufen Elektra mit meinem Namen drauf. Ach ja, und es gibt einen zweiten Kern der Speise der Toten, der Phosphi stärker macht denn je. Sieh mal einer an. Wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Wer hätte das ahnen können? Ist das eine Fangfrage? Denn die Antwort lautet natürlich niemand. Also, wir müssen zwei Hinweise finden, die uns zur Schatzkammer führen. Und mit wir meine ich dich. Einer ist bei den Drachenknochen, der andere beim Aquädukt. Habe ich recht, Phosphi? Ja, er liebt diesen Spitznamen abgöttisch, stimmt's? Ja. Dann werden wir das mal machen. Jetzt haben wir zumindest den Phosphor mit uns mit und haben etliche neue Quests freigeschalten dadurch. Jawohl. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was der Phosphor kann und was der tut, aber auf jeden Fall habe ich da so coole Skins für ihn. Tödliche Schleichangriffe beenden Phosphormantel nicht. Dann plus 2 Treffer mit Phosphorangriff. 150% Betäubung mit Phosphorangriff. Er schafft bei Treffern mit dem Phosphorangriff eine Ausdauerkugel. Das ist überhaupt ein Dinosaurier. Schaut der arg aus. Minus 50% Ausdauerverbrauch mit der Zeit bei Nutzung von Phosphormantel. Das Blöde ist nur, dass ich in Phosphor, dass ich nicht weiß, wie ich den genau einsetzen kann. Aber ich finde den am schönsten, den schön bunten, der gefällt mir auch richtig gut. Den kann ich mir so. Passt. Dann wie ich mir jetzt anschauen, was ist... Ah, okay. Wie, kann mich nicht mehr erinnern, wie, genau, mit der Quests kann ich die Inseln freischalten. Hey, da waren gleich zwei Quests. Das war mutzpraktisch. Athena? Aber da war noch die. Da war noch eine göttliche Bestie. Das ist zu verlockend, dass ich das Quest abschließe von der Athena. Ah, von der Aphrodite. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich mir ausblende, während die Zwischensequenzen die handlungsrelevant sind.
Ich glaube, du kannst auf mein Gelaber verzichten dabei. Oh, da fliegt er. Da fliegt er mit mir. Der wunderschöne Vogel. Und der Hermes ist ja so eine unsympathische Figur, das ist gigantisch. Dass man Figurendesign so verhunzen kann. Ich meine, er muss, glaube ich, unsympathisch sein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so gehört. Ah, da glänzt drüben ein violetter Stein, den muss ich mir holen. Ich weiß zwar nicht mehr, was die genau bringen. Es ist auch wieder irgendwie alles für Trankverbesserungen, glaube ich. So. War leider, glaube ich, keine Schnellreise drin. Also hin zu dem Ort. Es ist so cool, wenn man das Reit die einfach verlosen kann. Boah, was kommt denn da jetzt? Wie viele legendäre Bestie? Ah, da ist irgendwo Ambrosia. Da ist ein Strom nach oben. Ambrosia und legendäre Bestie sind auf einer Ebene, oder was? Oh Mann, das ist eine verdammt hohe Mauer. Alter, stellt euch das in echt vor, bitte. Wie zart das wäre, da aufgeklettern. Questbereich. Das schaut ganz nach legendärer Bestie aus. Nemeische Löwe. Der legendäre Nemeische Löwe? Nemeische Löwe? Wie spricht man das bitte aus? Aha. Das ist ein Rätsel. Oder was? Oder kann ich denn die Ströme benutzen? Ja. Sicher auch. Gibt's ja nicht, da muss ich bitte schnell raufkommen irgendwie. Der Löwe wird jetzt sicher Gaude. Der schaut saustark aus, der Bursche. Ich hab zwar nicht viel gesehen von ihm, aber so schön wie er leuchtet. Also hat Typhon den nemeischen Löwen vereinnahmt. Nemeischen Löwen. Schön leise. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich schleichen kann. Klingt nach ihm. Geh an, auf den Kopf. Als Plage auf die Menschheit losgelassen. Manchmal ist er einfach scharf. Boah, er holt sich aber sehr schnell. Von seinem Schlag. Hey, komm, ich hab schon auslosen gehabt. Wow! Okay, der kann. Meine Güte, ha? Okay, Bursche. Boah, der ist ziemlich heftig. Ui, das war wieder der. Wieso hast du jetzt die Axt nicht benutzt, Puppi, hä? Ah, die Axt zog den Hammer. Wow, die ist unfair, die Attacke. Hey, kann ich dir einen Pose holen? Oder geht's nicht während einer Quest? Geht nicht, geil. Nein, weich aus! Wollte nur ein bisschen mehr Ausdauer. So. Na, du sollst den Hammer einsetzen! Kann nicht so schwer sein, oder?
komm. Schau, und wieder. Jetzt habe ich seine Verteidigung gebrochen. Geil. Komm! Ja, bevor sie ganz erholt, muss ich es ausnutzen. Oh. Er ist nicht so stark, er ist nicht so heftig. Ah. Aber wenn er mich mal hat, dann hat er mich richtig immer. Ja. Boah, der nächste Weg. Alle legendären Bestien. Und so waren alle mythischen Bestien besiegt. Aphrodite. Neigenphosphor. Muss ich mal gleich anschauen, den Neigenphosphor, ha? Was der kann. Phosphor-Klon explodiert und richtet 246 Schaden an. Ja, aber wie ihn Phosphor einsetzen, kannst du mir noch nicht erklärt. Gut, wieder Ambrosia. Kehre zu Aphrodite zurück. Das kann nicht so schwer sein, wenn ich nur in die Halle der Götter muss. Fühlst du dich etwas benommen und benebelt? Vielleicht What? Hättest du diesen zweifelhaft gefärbten Granatapfel nicht essen sollen. Tut Wo bin ich jetzt? Sagen zu müssen, aber du bist tot. Das ist die Unterwelt. Ende Gelände. Reingelegt. Ha. Die Mäuren haben sich eingemischt und du bist jetzt in meinem Geheimversteck. Hier sollte es etwas geben, das du nützlich finden wirst. Viel Spaß. Okay. What? Was war das jetzt? Jetzt bin ich zur Halle der Götter teleportiert und bin dann in dem Geheimversteck rausgekommen und habe dann eine Rüstung gekriegt von ihm. Okay. So, Aphrodite, was ist los? Ich habe Typhonskreaturen besiegt, wie du wolltest. Oh, schön zu hören. Du hast nicht zufällig ihre Felle mitgenommen? Ich könnte einen neuen Mantel gebrauchen. Nein, habe ich nicht. Ich sammle sie einfach selbst ein. Diese Kreaturen waren scheußlich, aber ihr Fell ganz wunderbar. Du wolltest aber nicht, dass ich sie nur wegen ihrer Felle töte, oder? Natürlich nicht. Für wen hältst du mich? Hermes, die Felle sind bereit. Na endlich! Bitte schön, Phoenix. Eine Belohnung. Passt. Abgeschlossen. Wieder ein Quest abgeschlossen. Wunderbar.